ja. Gut, was haben wir denn hier? Ja, genau. Was haben wir gesagt, wohin wir gehen? In den Osten, ne? Ich glaube, wir haben gesagt in den Osten. Genau, wegen der Kavallerie. Ja, genau. I remember. I remember. So. Du gehst. Aha, du gehst zu dem. Ach, das ist ja clever. Keine Ahnung warum, aber es ist clever. So, hier ist eine. Ah, genau. Ich wollte die Skudika noch ein bisschen dezimieren, beziehungsweise die haben ja nur ein Land, oder? Genau, da sind schon die Aquika. Aquika. Aquila. Die Quika. So, die werde ich dann auch mal nächste Runde oder übernächste Runde. Minus 18. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an, wie ihr wollt. Ja, ist ganz cool. Wie sieht es denn aus mit... Ich will nur schauen. Okay, militärisches Bündnis geht natürlich nicht. Aber ich will mal schauen, ob die alles negativ sieht. Natürlich, naja, gut, dann würde ich sagen, heilen wir uns eine Runde. Dann gehen wir hier hin und dahin und plündern eine Runde. Und dann, ja, sehen wir weiter. Beziehungsweise, wenn wir da mit zwei Armeen plündern, dann. Ups, ich habe die Musik angelassen. So, Bankett der Rivalen. Einer der anderen Parteien hat ein Bankett in eurer Hauptstadt organisiert, das eure Vormachtstellung bedroht. Wie reagiert ihr? Ich nehme natürlich teil, weil, tja, ist meine Hauptstadt. So, ah, genau. Danke, Sarah. Hätte schon wieder voll vergessen. So, du gehst mal hier hin. Und du gehst mal dahin. Und beide plündern. Oh, der kann nicht plündern, weil ich den Adligen reingesteckt habe. Das klingt schweinisch. Gut, hier machen wir mal ein bisschen weiter. Hier machen wir mal nichts. Und hier können wir das weitermachen und hier können wir nichts machen. Gut, gut, gut. Du gehst schon. Oh, stimmt ja. Warte, wieso haben wir nur 400? Wieso haben wir gerade nur 400? Weil ich ganz viele Gebäude gebaut habe, Tobi. Mann! Oh, vielleicht ist heute nicht der perfekte Tag für Strategie, aber da kommen ganz viele lustige Sachen dabei raus. Ha. Tja, genau. Jo, unser verborgener Agent, das ist egal. Bankett der Rivalen, ihr habt Klasse gezeigt und alle Parteien beeindruckt. Natürlich. Ist ja, das sind ja wir. Aber die Organisatoren des Bankets haben ebenfalls einen Fluss gewonnen. Das ist total egal, weil das uns peripher interessiert. Also es ist wirklich total egal. Weil nämlich, wenn wir das nämlich boykottieren oder ja, nichts machen, dann bekommen sie noch mehr und auch besseren Einfluss. Gibt es das? Also sie bekommen halt mehr Einfluss. Da. Was ist denn los? Was brauche ich hier? Also hier habe ich, glaube ich, zwei Pikeniere verloren. Oder eine Pikeniereinheit. 2, 4, 6, 7. Ich kann mir schon wieder nichts leisten. Was ist da los? Warte, du klaust hier mal auch. Wie sieht es hier dann aus? 0. Ja. Das machen wir mal nochmal eine Runde.
Und danach erklären wir den Krieg. Machen noch eine Runde und dann greifen wir an. Aus dem Grunde, dass wir dann quasi, also wenn alles gut klappt, dann werden sie anfangen zu hungern. Wenn nicht alles gut klappt, dann ja, greifen wir einfach so an. Angehört, angehört, bla bla bla. Okay, das Problem. Was ist los bei dir? Okay, der. Warte. Aufgebrachte Bevölkerung, ja genau, hier. Das ist das, wo der gerade hin marschiert. Meine Überlegung ist jetzt, lasse ich ihn oder gehe ich mit der Armee zurück? Ja, an sich. Minus 5 durch Landwirtschaft. Meine Kultur geht hoch. Instabilität der Provinz. Also das wird auch bald vergehen. Kann ich euch behilflich sein? Ja, du kannst mir behilflich sein. Wie kann ich euch dienlich sein? Das ist so komisch, wenn man das zweimal hintereinander macht, verliere ich zwei Nahrung und gib sie der. Oder denen. Das ist so komisch, warum das so ist. Aber ich mache es trotzdem immer wieder. So dumm. Gut, dann werden wir hier mal weiter rekrutieren. Warte, 5 Fernkämpfer reichen. Vor allem, das sind die guten Fernkämpfer, die sind. Vor allem, das ist Rang 8. Das ist ja. Woher kommen die Geldprobleme? Ja. Gut. Machen wir hier was. Wir haben noch 400. Das reicht für maximal für einen Tempelplatz, aber das machen wir mal nicht. Nächste Runde 4500. Damit können wir schon mal was machen. So, du bekommst was. Genau, Attribut und Loyalität. Das ist super spitze. Das ist halt, also wenn man das bei einem Agenten macht, da ist immer die Gefahr, dass man dass der General dann abtrünnig wird und dann bekommt der natürlich die ganzen krassen Boni. Oh, ein Kind ist geboren. Oh, eine Rebellion. Mission erteilt, okay. Also soll ich da warten, bis die Rebellion? Moment. Wo ist der hin? Wieso geht der mit der Armee raus? Also der einzige Grund ist, der gibt jetzt seine Hauptstadt auf. Versucht hier die anzugreifen. Versucht mit denen entweder hier anzugreifen oder hier anzugreifen. Ah, das macht immer so keinen Sinn. Oh. Wenn man, das ist echt lustig bei Rome to the World 2, weil wenn man eine Stadt länger belagert oder auch hier, also einfach nur eine große Bedrohung aufstellt, dann ist es wahrscheinlich, dass der Feind dass der Feind einfach nur rausgeht, also aus der Stadt und nichts macht. Das ist so komisch. Gut, jetzt, warum, oh, minus 200. Aber das Plündern stört die nicht, sondern das Betreten. Okay, ja, na gut. Dann erklären wir mal den Krieg. Oder töricht. Oder einfach nur verrückt. Sprecht und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell ab. Das ist schön. Dann erklären wir mal den Krieg. So, dann aufhören und wir kämpfen mal hier.
Wobei, das brauchen wir einfach eigentlich nicht zu kämpfen. Da haben wir schon 90% Siegchance. Das ist, ja, mein weiterer Befehl ist, den da komplett auszuheben. Auszuheben. Das ist eine schöne Umschreibung für töten. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Du hast was bekommen, das ist natürlich super. Hast du eine Genehmigung für Krieg? Ja. So. Okay, ja, dadurch, dass seine... Ah, oh, der hatte da 3 Armeen. Und der ist einfach weggegangen. Na gut, dann nehme ich's halt. Ich könnte den jetzt sogar unterwerfen, also rein theoretisch. Nee, aber ich plündere die, weil von den Gebäuden kann ich eh nichts benutzen. Und dadurch bekomme ich ja ziemlich viel Geld. Warte. So, Tempel habe ich eigentlich schon. Hier mache ich öffentliche Ordnung. Das reiße ich komplett weg. Ja, das reiße ich auch komplett weg. Warte. So, hier. So, ja, wunderbar. Schau, hier ist eine... Ja, okay, keine... Also, die Vollstack-Armee hat er komplett raus. Hier ist eine und da war eine. Und insgesamt war es so ein 2,5 Fullstack-Armee. Da hätte ich hier wirklich Probleme gehabt, die anzunehmen, aber so. Das ist natürlich jetzt easy. Hm. Schade. Gut, öffentliche Ordnung brauche ich hier eigentlich nicht. Hier könnte ich mal ein bisschen Wohlstand, also Industrie machen. Genau, du bleibst drinne. Inne drinne. Jo, okay, das hat nicht geklappt. Jetzt habe ich denen, glaube ich, 6 Nahrung gegeben oder so. Ja, der hat schon gehungert. Warte, du gehst mal jetzt weg. Na gut. 8 Nahrung, ja. Gut, wir haben 10.000, come on. Da kann man doch was machen. Aber die sind schon alle befördert, okay. Also befördert nicht, sondern die sind schon alle auf Stufe Bronze. Schildmacher und Schmied. Die muss ich eigentlich auch mal pushen. Wo bin ich denn gerade? Ich bin hier kurz vor der königlichen Kaserne. Ist natürlich auch krass, wenn man da so schnell hinpusht, dass man die in Runde... In welche Runde sind wir gerade? Warte mal. Wir sind gerade Runde. Wo sieht man das? Runde 81. Klingt zwar ziemlich heftig, aber Runde 81 ist eigentlich gar nicht so krass. Wobei Runde 81, ja doch, doch. Das ist schon Midgame eigentlich. Wobei eigentlich nicht. Kann ich mich mal entscheiden? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Du kannst mit Pontos ein bisschen was machen. Mit Pontos. Na, jetzt willst du es einnehmen. Du weißt schon, dass ich Pikeniere habe, ne? Das wird nicht funktionieren, aber... Bevor die KI ein bisschen krassen Schmarrn baut, verteidige ich mal selber. So. Also diese Taktik, sage ich mal, bei denen man die
Pikiniers-Einheiten einfach vor die Tore stellt, beziehungsweise hier bringt es ja an. Okay, hier, das sind barbarische Mauern. Da gibt es ja keine Treppen nach oben und so weiter. Okay, okay. Na gut. Wollen wir die... Ich glaube, wir wollen. Das ist lustiger. Das ist hier viel lustiger, wenn man das so macht. Wie ihr befehlt. Warte mal. Sparta! So. Der passt mal hier auf. Zusammen mit denen. Warte, die passen mal so auf. Aus dem Grund, weil ich hier, wenn ich die hier aufbaue, kann man die. Die Türme schon einnehmen. Ich mach's einfach so. Gut. Ich mach's aus dem Grund so, damit er hier reinkommt und dann. Das ist eine viel bessere. Viel bessere Mauer, sage ich mal. Warte. So. Weil hier haben sie ja die Möglichkeit, mit Leitern irgendwo hinzugehen. Da könnte ich hier eben, also an sich könnte ich die hier schon vertreiben. Aber so ist es viel lustiger. Genau. So. Die Frage ist natürlich auch, wo seine Verstärkung kommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, von hinten, okay. Also von da hinten. Das passt ja ganz gut. So, schießen wir mal ein bisschen. Vorgespult. Warte, nee. Vorgespult ist das ein bisschen komisch. Warte mal. Du hast doch explosiv geschossen, ne? Da tu mal. Okay, lieber hier. Ui. Au. Hoppla, Bingo. Wie die halt immer noch so okay. Ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Gut, wie die halt immer noch voll motiviert sind. Naja. Vorspulen. Die Männer wanken. Oh nein. Solche Blöden. Der Feind hat die Tore eingenommen. Ja, und jetzt wird's lustig. Also die Alternative davon, also von dem, was ich gerade mache, ist die, ich nenne sie mal trojanische Idee. Und zwar die ganzen Pikeniere und Hopliten hier vorne aufstellen. Und hier eben die Fernkämpfer aufstellen, zusammen mit der Artillerie. Und das ist dann auch sehr, sehr böse. Also das ist mega böse, weil zwar ist es dann eine offene Schlacht, mehr oder weniger, mit dem Vorteil, dass ihr, dass eure Fernkämpfer nicht von Kavallerie und so weiter angegriffen werden können und dass ihr die Türme habt. Und die Türme sind halt so übertrieben krass. Die Türme sind halt richtig Ouch-Zeit. Genau.
Und sonst so? Ja, ich weiß, ich kann vorspulen. Ja, der Turm schießt jetzt auch noch mit. Ich bin mal gespannt, wie viel. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage die Türme gemacht haben dann am Schluss. Kann man ja sehr gut sehen, wie viel man selbst also Schaden gemacht hat und wie viel der Feind. Weil hier, er muss hier durch. Also die andere Version wäre hier durch, also, aber hier sieht es noch schlimmer aus, weil dafür müsste er erst an den zwei Türmen vorbei, an den Turm vorbei und dann hier rein, wo zwei Türme stehen und auch eine Pikini-Einheit. Also er kann nicht gewinnen. Das tut mir ein bisschen leid, ne? Ja, ich befördere dich mal. Befördere dich mal. Ich motiviere dich mal. Mal schauen, wie viele ich verliere. Also ich glaube, der hatte von Anfang an 10 weniger. Genau, hier versucht er hinten rum. Aber genau, die da schießen, die beiden werden schießen. Oh, warte. Jetzt verliere ich ein paar. Warum? Ah, wegen den Plänklern, die sind natürlich krass. Die Plänkler sind natürlich heftig. Der feindliche General ist tot. Ja, weil dann wird er wieder so typisch mit der Kavallerie einfach da reingeritten ist. Gut. Ja, die Plänkler machen das Ganze natürlich sehr ungeil für mich. Aber alles noch im grünen Bereich. Warte. Ihr geht ja jetzt mal dahin. Wo könnt ihr hin, damit ihr feuern könnt? Ist ja natürlich ein bisschen realistischer gemacht als bei der Troja-Saga. Oder Troja-Saga. Au. Oh. Autsch, autsch, autsch. Okay. Weil die Steinschleuderer haben natürlich eine sehr viel flachere Schussbahn als jetzt die Bogenschützen. Und das finde ich bei Troja schon ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Also kacke, schade. Okay, jetzt kommen die beiden nächsten. Die haben natürlich ein bisschen jetzt gelitten unter den. Unter den Plänklern. Gerade zurück, bitte. Du gehst wieder hier hin. So. Aber ihr seht schon, die haben echt keine Chance. Also, ich könnte den mit den Pikinieren und paar Hopliten aufhalten. Auch wenn die Fernkämpfer von ihm ziemlich gut reinhauen. Die tun schon gut weh. So, ich könnte auch den da nach vorne holen. Aber das mache ich auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tatsächlich? Warte, ein bisschen außenrum bitte. So. Ich glaube, mit denen gehe ich jetzt mal raus. Mit denen gehe ich jetzt mal raus und greife denen in den Rücken an, damit es ein bisschen schneller geht.
Jo. Ja, ja, doch, 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 doch. Das funktioniert schon. Ja, aber die Plankler sind schon ziemlich krasse Einheiten. Klar, die haben nicht so viele, nicht so viel Munition. Aber ja. Sind schon heftige Einheiten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, der hat noch Kavallerie. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass die nicht angreift. Da muss ich dahinter, ja? Und da sind auch die feindlichen Türme. Ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Ah, hier, der da. General, bitte nochmal. Mach mal den. So, die werden auch gleich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschossinfanterie bereit. Wie der redet, wenn du dir Synchro echt höchst amüsant. Geht er da raus? Ja, aber ja, die fliehen, okay. So, einer bitte nach da, einer bitte nach da und dann schön einkesseln. Oh, wow. Die haben eine sehr gute... Das war ein bisschen lustig, weil das einfach dumm, nur dumm war. schön. So, jetzt könnt ihr auch ein bisschen aggressiver reingehen. Und bam. Und sie sind weg. Ja. Achso, die Pferde sind noch da. Ah, genau. Ja, sie waren da. Gut. Warte. Ich habe Zeitraum 267 getötet und der hat 2600 verloren. Bei der nächsten Schlacht können wir ja mal ausprobieren, wie es ist. Wenn man sich... außen hinstellt. Das ist natürlich der Nachteil, dass also man braucht eine man braucht eine Fernkampfeinheit, die genauso weit mindestens oder eigentlich sie muss weiter schießen können als die feindlichen Fernkämpfer. Weil sonst können die feindlichen Fernkämpfer die ganze Zeit auf die Infanterie schießen, ohne dass man zurückschießen kann. Da muss man zum Beispiel aufpassen.